Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum 9. GPL-Spieltag, heute gegen Razer. Kommen wir schnell zur Teamübersicht. Bei mir haben wir mein Choicebacks Tandrak, wir haben Mega Bibor, wir haben mein Assault Vest Slowking, mein Aromatis, das mit, Wunschtraum gespielt wird und Aromakur. Wir haben mein Starmie mit dem Leben Orb und wir haben mein Donphan. In seinem Team sehen wir Lucario, Mega Bisaflor, Heatran, Landorus T, Zapdos und Shaymin. Wir sehen also, sein Team hat ein bisschen anderes Kaliber. Und ja, mein Team hat einfach für alle meine Pokémon. Da gibt es so ein kleines Team, das ich entdeckt habe. Und zwar, ich habe ziemliche Schwächen natürlich gegen Boden, das ist schon länger bekannt. Und gegen Pflanze. Wir sehen, dass sein... wenn es Erdkräfte hat, ich weiß gar nicht, kann es Erdkräfte erlernen oder Erdbeben? Das Bisaflor kann es alles von mir sehr effektiv treffen. Bisaflor war auch das Einzige, bevor ich so richtig, richtig Angst hatte. Aber ja, fangen wir an. Und ja, ich habe mir schon Pokémon überlegt, die ich auswechsel und neue, die ich reinnehme für die Rückrunde. Und glaub mir, wir werden diese Schwächen umgehen können. So, der Kampf beginnt. Wir leaden mit Pestilenz, unserem Tandrak. Er leadet mit Shaymin, was natürlich schon mal nicht schlecht ist für uns, denn vor Shaymin habe ich nicht so viel Angst. Er wechselt aus, ich bin einfach auf den Dracometeor gegangen, auch wenn ich mir recht sicher war, dass er in ein Stahl-Pokémon wechseln wird. Dracometeor dürfte immer noch verdammt viel Schaden machen. Und ja, er wechselt hier, hat vermutlich mit der Giftattacke gerechnet, in das Lucario. Das Lucario überlebt mit ganz wenig HP. Ich verliere meinen Spezialangriff und dachte mir, okay, er wird jetzt wahrscheinlich auf das Erdbeben gehen und das werde ich nicht überleben. Wechsle deswegen in Tusk, denn Tusk kann am meisten, kann am besten physische Hits tanken, so soll ich das sagen. Macht mir trotzdem guten Drittel ungefähr weg, aber stirbt am Leben ob. Damit steht es jetzt schon mal 5-6, beziehungsweise 6-5 für uns. Er schickt Bisaflor rein und ja, gegen Bisaflor kann ich mit Donphan nicht viel machen. Ich bin aber drin geblieben, weil ich mir dachte, okay, opferst du es halt, aber tatsächlich geht er auf das Schlafpuder. Ich gehe mal davon aus, dass er mit einem Switch gerechnet hat, denn ansonsten wäre es sehr schwachsinnig für ihn, sein Schlafpuder auf Donphan zu wasten. Ich weiß gar nicht, kann Donphan seinen Kopfstoß erlernen? Vielleicht, das wäre nämlich die einzige Attacke, die Donphan wirklich haben könnte gegen Bisaflor. Aber gut, ich schicke hier Lashoking rein, in der Hoffnung, dass Lashoking Angriffe von dem Ding tanken kann. Und ja, steckt es ganz gut weg, dürfte 3 überleben. Hey, das ist ja schneller als wir und landet hier den Crit. Und der Crit war schon ziemlich nervig. Denn ich sehe hier, dass er höchstwahrscheinlich physisch defensiv ist, denn ein speziell defensives oder offensives... Naja, Mega Bisaflor hätte mehr Schaden genommen. Und ich hätte dann im Grunde auch die Psychokinese und das Ding vielleicht sogar rausnehmen können. Hätte er nicht den Crit gehabt und das hat mich so fertig gemacht. Also es war schon echt ziemlich nervig. Aber gut, hier war ich überlegen, soll ich auf die Hydropumpe gehen und Heatran predikten? Hätte ich tun sollen? Ja, wir werden sehen, der Dracometeor macht dem Ding nichts. Wobei nichts möchte ich nicht sagen, ist schon ein bisschen was, aber halt nicht viel. Ich weiß aber auch, dass ich das Ding, solange es nicht physisch defensiv ist, mit Bibor one-shotten kann. Wenn es, keine Ahnung, 252 Special Attack und 248 HP hat oder so, dann kann ich es definitiv mit Bibor one-shotten. Und darauf hatte ich so ein bisschen gehofft. Hier war eigentlich mein Plan, in Lashoking zu wechseln und dann direkt einen Double Switch zu machen. Um nochmal meine Fähigkeit nutzen zu können, um mich ein bisschen zu heilen. Bin dann aber drinnen geblieben, habe mir gedacht, okay, gehst du auf das Siedewasser, dürfte allem das reinkommt ein bisschen Schaden machen, wir verbrennen das Zapdos, das da reinwechselt. Es ist, Zapdos ist eher ein spezieller Angreifer, aber Burn ist ein Burn, ist also immer gut. Hier kommt die Zitrusbeere und er heilt sich damit wieder für 25%, natürlich ist er so auf ziemlich genau 75%. Geht hier auf Landorus und das hat mich ein bisschen gewundert, dass er hier auf Landorus gewechselt hat. Aber leider habe ich auch einen Switch gemacht, nämlich in Tusk, weil ich dachte, okay, opferst du jetzt Tusk, um dann das Lashoking wieder reinzubringen.
Hat leider nicht so gut funktioniert, wie es wollte. Aber, na gut. Ich wache hier aber auf, im First Turn quasi, kriege den Abschlag raus und lande den Crit, der leider nicht annähernd so ausschlaggebend war, wie der Crit von seinem Visaflur. Opfer hier jetzt Tusk und ja, gut. Kommt vor. Ich schicke Scarfy rein. Und gehe ich hier direkt auf den Eisstrahl? Ich glaube ja. Ich glaube, ich bin hier entweder auf den Eisstrahl oder auf die Psychokinese gegangen. Eins von beiden. Er schickt Shaman rein. Und, ne, auf den Surfer bin ich tatsächlich. Warum bin ich auf Surfer gegangen? Ach genau, weil ich dachte, Surfer trifft die anderen Sachen noch eher. Ist doch trotzdem eine dumme Attacke. Eigentlich wäre Eisstrahl oder eine Psycho-Attacke viel besser gewesen. Egal. Ich wechsle hier aus, gehe wieder in Lasho King. Und hier mache ich gleich einen ziemlich großen Fehler. Erstmal sehen wir ja, dass er die Schocksamen benutzt und er macht damit weit mehr Schaden, als ich dachte. Und aufgrund des Schadens habe ich mir gedacht, okay, er ist höchstwahrscheinlich gechoice-backst. Was bedeutet, dass er nicht drinnen bleiben wird, denn er wird mir damit nicht viel Schaden machen. Ich kann also einfach direkt auf die Kehrtwende gehen nach meiner Mega-Entwicklung. Aber dann dachte ich mir, vielleicht trägt er auch einen Expertengurt und dann bin ich, dann greift er mich an und ist schneller und dann sterbe ich und das wäre irgendwie kacke und bin deswegen auf den Schutzschild gegangen. Wäre ich einfach auf U-Turn gegangen, hätte ich auf Starmie wechseln und viel bessere Sachen machen können. Und hier geht jetzt die richtig widerliche Prediction los. Erstmal geht er hier auf Schutzschild, um zu schauen, was ich mache. Ich bin auf Schlagbohrer gegangen. Und hier dachte ich mir jetzt, okay, was macht er? Bleibt er drinne und predicted mein U-Turn, beziehungsweise dass ich wechsle? Oder wechselt er aus, um meinen Schlagbohrer zu predicten? Tatsächlich bleibt er drinne. Das war entweder extrem gut predicted oder extrem gelackt. Wie auch immer man das sehen will. Aber tatsächlich bin ich hier auf U-Turn gegangen. Schicke Sweetheart rein, denn ich habe nichts, was sonst einen Angriff von ihm abfangen will. Eigentlich möchte ich nicht mal Sweetheart einen Angriff abfangen. Und ja, der Flammensturm kommt durch. Ich dachte mir hier, okay, selbst nach dem Burn müsste ich noch einen tanken können. Und hier finde ich gleich was heraus. Ich verstehe manche Mechaniken in diesem Spiel immer noch nicht. Manche sind einfach immer noch verwirrend für mich. Ich gehe hier auf den Wish. Denn ich dachte mir, ist das hier jetzt? Ja, ich gehe hier auf den Wish. Denn ich dachte, wenn ich jetzt nächste Runde draufgehe und ein anderes Pokémon reinschicke, müsste es den Wish abbekommen. Spoiler, so funktioniert Wish nicht. Und ja, dessen war ich mir nicht so wirklich bewusst. Was mich natürlich rückblickend ein bisschen genervt hat, denn eigentlich wollte ich damit mein Beavor oder mein Starmie, eins von beiden, je nachdem, was ich gleich reinschicke, wollte ich damit eigentlich voll heilen. Und dass das nicht funktioniert hat, hat mich ziemlich genervt. Ja genau, ich schicke nämlich Beavor rein, weil ich mir dachte, okay, Beavor nimmt so viel Schaden durch die Tarnsteine. Dann heile ich es einfach, aber so funktioniert Wish ganz offensichtlich nicht. Er geht hier wieder auf den Schutzschild, um zu scouten, was ich mache. Ich bin hier wieder auf Schlagbohrer gegangen und hier dachte ich mir jetzt, okay, gehst du einfach wieder auf Schlagbohrer. Denn damit bist du vermutlich auf der sichereren Seite. Aber er wechselt dieses Mal aus, hat das hier ziemlich gut predicted und schickt ein Landorus rein. Der Bedroher von Landorus kommt natürlich durch und mein Schlagbohrer hat keine Wirkung, denn aus irgendeinem Grund kann das Ding fliegen. Gehe hier auf U-Turn, wäre ich nicht, ich glaube, ich hätte eine Chance gehabt, den mit Gift-Tip zu besiegen bei den KP, wenn ich nicht einen -1 Angriff hätte. Schicke stattdessen Pestilenz rein. Um Pestilenz zu opfern, denn wirklich viel kann er nicht, kann es nicht mehr machen, da alles ihn outspeedet. So, und hier war ich jetzt im Überlegen, ich könnte das noch reißen, ich kann Jim the Knight, mein Mega Beavor, nochmal reinschicken. Und selbst hiernach kann ich es nochmal reinbringen, denn aufgrund meiner KP-Verteilung kann ich es nochmal reinschicken bei Tarnstein. Ich bin nicht mal sicher, ob das so geplant war damals oder ob das einfach ein glücklicher Zufall ist. Auf jeden Fall schickt er hier Sippy rein. Sein Mega-Bisaflor und ja, aufgrund der Kehrtwende, auch wenn die guten Schaden gemacht hat, weiß ich, dass es nicht ausreichen wird.
Ich hätte vielleicht einfach auf Gift-Tip gehen sollen. Hier geht er jetzt, glaube ich, auf das. Auf den Schlafpuder. Das Schlafpuder. So, und hier hatte ich mir jetzt gleich gehofft. Auch wenn es ziemliches Wunschdenken war. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt einen First-Turn-Wake-Up bekomme. Also natürlich noch nicht. Jetzt schlafe ich natürlich erstmal eine Runde. Aber jetzt geht er hier auf die Synthese und ich dachte mir nur, okay, bitte. Tu mir den Gefallen. Wach sofort auf, Stami. Wenn du jetzt aufwachst, können wir das noch gewinnen. Aber nein. Leider schlafe ich tief und fest. Ich hätte mit der Psychokinese und den noch besiegen können. Und mein Megabibo hätte tatsächlich alles, was er noch übrig hatte, geone-shottet, soweit ich weiß. Solange sein Heatran keinerlei physisches, defensives Investment hatte, hätte ich das Ding auch geone-shottet. Und ja, leider hat das nicht geklappt. Ich falle hier runter auf 2 KP und Gift Heap wird nicht ausreichen, um ihn zu besiegen. War aber trotzdem ein schönes Match. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Man merkt halt leider sehr den Tierunterschied unter den Mons, die wir benutzen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja kommentieren und so. Ihr könnt mir ruhig Vorschläge dalassen, was ihr sagt, was ich rausnehmen sollte aus meinem Team und was ich stattdessen reintun könnte. So ein paar Gedanken habe ich mir da wie gesagt auch schon gemacht. Ich kenne schon 3 Pokémon, die wahrscheinlich aus dem Team rausfliegen werden und welche 3 sie ersetzen werden. Aber damit verabschiede ich mich und hoffe, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Und bevor ich das wieder vergesse, ich habe inzwischen meinen englischen Zweitkanal in Betrieb genommen, wo jetzt die nächsten Tage auch ein neues Hauptvideo hochkommen müsste. Link dazu seht ihr jetzt hoffentlich auf dem Bildschirm und sonst unten in der Videobeschreibung. Tschö, tschö.